Hey Leute, willkommen zurück zu Penumbra Necrologue. Oh, ich habe jetzt ewig lang rumgesucht. Und seht mal, ich habe was verpasst. In diesem Raum hier mit diesem unsichtbaren Boden, da ist eine Leiter. Und an dieser Leiter finden wir oben was anderes, ein Apparat. Und ich glaube, das hier hat was damit zu tun. Lesen wir erstmal. Obwohl ich eins bin, ist meine Zahl unendlich. Ich wohne in mehreren Welten. Ja. Diese Symbole, die sollten wir uns, glaube ich, merken. Denn, passt mal auf, da oben ist nämlich wieder so ein Apparillo. Und da werden wir jetzt was einstellen können. Flugvieh, habt ihr gesehen? Das kommt jedes Mal, keine Angst. Das ist gar nicht da. So, hier neben nämlich, das habe ich schon entdeckt. Und dann stellen wir jetzt mal ein. Das war das. Das war das. Nicht. Das auch nicht. Das da. Und dann das hier. Ne, gut, das dritte habe ich jetzt ja nicht gesehen. Oh, das war's aber. Oh yeah. Na gut. Soweit war ich jetzt noch nicht. Ich hatte es nur eben schon gesehen, das Teil hier, und habe mir das dann so gedacht. Mit diesen Symbolen. Das hat sehr lange gedauert, glaubt mir. Also ich habe jetzt gut 20 Minuten rausgelassen. Ich habe mich letztes Mal noch aus diesem Untergrundlabyrinth gekämpft. Habe mich jetzt aber entschieden, dazu das rauszulassen. Da war noch so ein Vieh, was mich verfolgt hat, aber das war nicht weiter wild. Ich kam ganz gut durch. So. Hier hüpf. Jetzt haben wir immer noch das Problem, was das hier angeht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier rüberkomme. Ne? Das hieß auf jeden Fall, ich muss da was mit dem Sand machen. Naja, wir haben die drei Sonnen, aber wir haben erst eine von diesen Sphären. Ist ein bisschen problematisch. Was kann ich mit dem Sand machen, Leute? Sand. Schau. Nein, nicht ganz richtig. Gibt es denn irgendwo einen Eimer oder sowas? Ein Eimer, womit ich dann den Sand auffangen und darüber schütten kann. Das wäre hervorragend. Habe ich aber hier nicht. Naja. Da muss ich erst nochmal ein bisschen rumschauen. Das ist ja total blöd. Vielleicht lag ja schon irgendwo ein Eimer und ich habe ihn noch nicht als... Oh. Ich habe ihn noch nicht als nützliches Utensil registriert. Das kann ja sein. Ach, guck mal, da haben wir noch ein Kassettendeck. Mein Name ist Alfred Richardson. Ich führe eine Reihe von Experimenten, die mit dem Artefakt verbunden sind, durch. Das Artefakt, das durch die Entdeckungsreise gefunden wurde. Der dritte Rekord. Es ist bereits Abend und noch immer muss ich meine Gedanken sammeln. Ich verstehe, dass ich das Experiment stoppen sollte. Aber ich habe noch nicht versucht, das Artefakt zu öffnen. So, lasst uns anfangen. Ich verwende einfach mal einen Schraubenzieher. Am besten, um die Klappe zu entfernen. So, lasst es uns versuchen. Oh, verdammt. Ich habe es fallen gelassen. Verdammt. Es sieht aber unbeschädigt aus. So, das bestätigt nur, dass einfache physische Einflussgewohnheiten es nicht öffnet. Ah, genug für heute. Ich bin müde. Ich sollte an wirksamere Weisen denken, es vor der Schlafenszeit zu öffnen. Na toll. Komischer Kauz, dieser Typ.
Das ist echt ein Aufzug. Ja, bringt uns aber nicht so viel, oder? Ich meine, ich habe die anderen Sphärendinger noch nicht. Aha. Komme ich da auch wieder runter? Hey, sieh mal an, da ist noch einer. Eine Bildsäule von einem unbekannten Wesen. Vielleicht ist es die Rasse, die die Grabstätte erbaut hat. Eine Sphäre. Ich weiß ja nicht, irgendwie ist mir das ein bisschen suspekt. Ich bin wahrscheinlich noch viel zu früh hier. Jo, hier geht's nicht auf. Ich schätze mal, mir fehlen noch ein paar Sphären. Ja, das wird sein, du. Die Diener eines Dämons, die Baumeister der Grabstätte, wer auch immer sie waren, sie sorgen mich nicht im geringsten. Aha. Ist ja ulkig. Warum sorgen sie dich nicht? Ich könnte wetten, ich muss hier noch einige Dinge aktivieren. Lalala. Geht's auch noch langsamer, das Teil? Ich bin ja nicht gerade dabei, jetzt Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, oder? Frag mich überhaupt, ob es da oben weitergeht oder ob das jetzt nur für eine Sphäre war. Warte mal, daneben war die Spinne, oder? Habe ich da alles? Da war ja auch noch eine Sphäre hinter der Säure, vielleicht. Ja, da ist die Spinne. Ich muss ja noch irgendwie da hinkommen. Wow. Da ist ein Hebel. Bringt der was? Okay. Ja. Die Eier. Oh Gott, lass mich raten. Das ist Säure. Das ist auf jeden Fall Säure. Das ist die Säure, die jetzt eigentlich da rausgekommen... Oder? Warte mal. Wenn ich jetzt hier die Säure habe... Ich will da nicht reinsteigen, das glaubt ihr aber. Way, way. Ah, okay. Aha. Jo, das ist diese Säure. Diese Ätzsäure. Hä? Ach so, oh, wie doof. Ist das doof? Jetzt bin ich ja wieder hier. Ich hab doch extra hier gespeichert. Das mit den Speicherpunkten ist echt ein bisschen komisch manchmal. Aber... Ah, die ist noch an, die Säure. Ah, guck mal. Guck mal da, guck mal da, guck mal da. Oh, super. Oh, warte. Nein. Yes, ich kann zaubern. Und da haben wir die dritte Kugel. Gut. Na? Mit Leitern habe ich ja immer so ein bisschen Angst, ne? Super! Damit hätten wir eigentlich nur noch dieses eine mit der Unsichtbaren. Wenn wir da rüberkommen... Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll mit dem Sand. Es hieß ja die ganze Zeit, der Sand, der Sand. Der himmlische Schmand. Hm. Wir testen das jetzt mal. Habe ich eigentlich noch was? Ja, komm, ich laufe trotzdem mal so. Wo bist du denn so angeschlagen, Kerle? Kann ich das nehmen? Ach, schade. Das könnte ich mir so als Platte drüber legen.
Der Sand, der himmlische Schmand. Ist echt verdammt hell, ne? Und bitte töte mich jetzt nicht. Au. Ja. Wie mach ich das mit dem Sand, Leute? Ui. Jetzt bin ich schon wieder hier. Jetzt darf ich da wieder hinlatschen. Ich muss mal gucken, Leute. Ich werde mal einen kleinen Cut machen und sehen, ob ich das rausfinde. Das ist mir jetzt gerade so doof. Ein bisschen. Jo, Leute. Ich habe das nachgelesen. Leichname. Blutige Leichname. Dieser Rucksack enthält Batterien und einen leeren Behälter. Oh Gott, ja. Mit diesem Behälter kann ich den Sand holen. Der war hier unten. Da, wo ich schon mal war, da war dieser komische Wissenschaftler. Diese Dinger hier. Ich krieg Gänsehaut. Das ist so furchtbar. Ich habe alles nicht richtig abgesucht. Das ist mein Fehler. Das gebe ich zu. Ja, zum Glück ist das Ding auf Steam. Da kann man in den Foren immer mal wieder nachlesen. Und da haben die nämlich gesagt, dass mit Sand dieser Geheimweg zu öffnen sei. Das machen wir jetzt. Ja, ich habe jetzt 3 Batterien. Das ist cool. Da kann ich immer ein bisschen mehr mit der Taschenlampe rumfuchteln. Meine Güte, ey, ist das furchtbar. Also nicht das Spiel. Das macht seine Sache eigentlich ganz gut. Es gruselt, es hat gute Rätsel, aber es ist halt ein bisschen... Es ist etwas... wie soll ich sagen? Man muss doch sehr viel suchen, wenn man nicht weiß, was zu tun ist. Wenn man keinen Plan hat. So, jetzt holen wir jetzt erstmal ein bisschen Sand. Ich hoffe, der reicht. Weil ich will nicht dahinter, da war dieses komische Vieh, was mich so angegrunzt hat. Super. Sand. Ganz viel Sand. Ich hoffe echt, das ist das einzige Mal, dass wir Sand hier brauchen. Dieser Behälter ist gefüllt mit Sand. Tschick, 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 tschick. Ah, wie gut. Guck mal, jetzt haben wir zumindest schon mal 2 Platten. Die waren in der Mitte. Die waren in der Mitte? Warum sagt mir das keiner? Ich dachte, die waren echt woanders. Am Rand oder so. Naja, holen wir uns die nächsten. Ich hole mir den Sand, glaube ich, gleich ganz hinten. Ich bin ganz clever. Wahrscheinlich bin ich das Gegenteil von clever, weil dann irgendwas kommt jetzt, aber... Sand, Sand, noch mehr Sand. Kein Sand. Oh, was? Hä? Der Behälter ist weg. Ne, jetzt mal ernsthaft, hast du den Behälter sofort leer gemacht und weggeworfen? Ja, bist du deppert? Bist du ein bisschen blöd? Wahrscheinlich. Ja, bist du ein bisschen blöd? Bist du deppert? Das geht, kannst du nicht machen. Ach, jetzt sind sie alle da. Warum das denn? Ui. 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 Wow, den Weg hätte ich nie selbst gefunden, ne? Nie hätte ich den gefunden. Naja. Das war's. Ich habe 4 Sphären. Ah, ist das hell. Was mache ich da mit 4 Sphären jetzt hier? Ich habe alle 3 Lichter angemacht. Die 3 Sonnen, von denen die Rede war. Kann ich vielleicht jetzt mit dem Aufzug hochfahren und diese Dinger da besuchen wieder? Hier ging es ja nirgendwo weiter. Die habe ich angemacht. Die habe ich angemacht. Ne, ich muss glaube ich jetzt echt mit dem Aufzug nach oben fahren und dann wird vielleicht die Tür aufgehen oder sowas. Dank der Sphären. Ich renne die ganze Zeit, ne? Tap, 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 tap. Ist ein bisschen einschläfernd. Okidoki. Okidoki. So. Jetzt aber rauf, rauf, rauf. Das ist echt ein bisschen mies, ne? So ganz ohne Hilfe ist man hier komplett aufgeschmissen. Och ja, sind wir bald da. Es dauert ja, ne? Es dauert ja länger hier.
Vielleicht muss ich diesen Typen ja auch so eine in die Hand drücken, so eine Kugel. Eine Sphäre. Geht das? Kann ich die an dir benutzen? Nö. Nein, nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Vielleicht geht die Tür ja jetzt von alleine auf, wenn ich mich da vorstelle. Nicht ganz richtig. Probier's halt trotzdem nochmal. Nicht ganz richtig. Okay. Kannst du jetzt aufgehen, bitte? Tür? Ah, sehr gut. Und da steht noch was an der Wand. Was haben wir denn? Der Bewahrer der Schlüssel weiß die Wahrheit. Damit kann ich jetzt dieses Tor öffnen, oder? Wow. Guck mal, da ist irgendwas in der Luft. Nicht ganz richtig. Ich komme ja auch nicht mehr rauf. Was denn? Wo kann ich denn hier? Ah! Natürlich hängt er die da dran. Woo. Es zieht mich darin an. Ja, darin anziehen, genau. Oh, ist das cool. Endlich haben wir es geschafft. Das war ein ganz schön langer Weg hierher. Als ich das durchsichtige etwas berührt habe, bekam ich ein komisches Gefühl, als ob ich bereits gewusst hätte, was als nächstes geschehen würde. Als ob es nicht das erste Mal für mich war. Als ob ich bereits etwas wie dies mehrere Male getan hatte. Aber ich konnte mich an dieses Ereignis nicht erinnern. Oha. Das ist ja mal was Neues. Warum lässt du mich hier alleine? Ich verstehe es nicht. Vater? Unser Vater ist doch tot, dachte ich. Und Ärmerball ist auch nicht da. Oh Gott, dieses Verschwommene, das ist ganz widerlich gerade. Oh. Ah. Lass mich raten, ich muss da den Schalter beschweren. Ich könnte wetten, oder warte, erstmal gucken, bevor ich den jetzt dahinter schleife. Da ist da bestimmt ein X. Da ist da bestimmt auch noch was, wollte ich sagen. Ist auch so. Nein. Komm schon, ist es jetzt echt festgebackt, das Teil? Kann ich doch nicht wissen. Warte. Geh raus da! Oh Gott, das mache ich nie wieder. Was? Okay. Es war nur einer. Sag mal, ich glaube, die haben das mit Absicht gemacht, solche Streckdinger hier, dass man ewig irgendwas rumschieben muss. Zeitschinden nennt man das. Nein, das ist ja... Das ist echt Kritik auf hohem Niveau, was das angeht. Für eine Fanmod ist das super. Necrolog. Ich find's echt gut. Oh oh. Ja, die Tür ist auf. Aber warum hat er sehen, dass ich zugemacht? Ein D? Mhm. Ein H. Ein R. Warte mal, ich muss erst mal wissen, was dabei rauskommt. Ein W.
D-R... Oh. A-W. Ich muss, glaube ich, irgendein Wort bilden hier. Super. Der lotst mich hier einfach in irgendwelche Sackgassen rein. DRHW. Wo war nochmal das W? Da. Oh. D-R-H-W-O. Drov. Oha. Aha. D-R-H-W-O-A. Oh Gott. Howard. Howard natürlich. Howard. Unser Vater heißt Howard. Wo nochmal das O? H. O. Ach Kacke, ich weiß nicht mehr, was O war. Da war das O, ne? Nee. Wo war das O? Oh Gott, mir wird's hier schon ganz schwindelig. Howard. Wo warst du, Howard? Ach so, stimmt, das war hier, ne? Howard. Nein, wo war das denn? Das O. Howard. Da. Na, falsch, 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 falsch. Howard. Da lang. Kämpfe. Nee, oh Gott. Oh, hab ich hier einen Turbo drauf gehabt, ne? Voll der Turbo. Howard. Mann, Mann, Mann. Das dauert aber lange. Gott. Dieses ganze Hin- und Hergerenne, das finde ich am schlimmsten. Das hätten die echt rauslassen können. Das hätte so qualitativ aufgewertet. Yeah, der Nebel ist aus. Howard. Oha. Ja, und gleich wieder ohnmächtig werden. Das kannst du gut, Philipp. Das kannst du gut, ne? Einfach mal in Ohnmacht fallen. Oh, super. Guck mal, ich kann noch springen. Ich liege auf der Seite, aber kann springen. Das ist super. Why did you come to me? I trusted you, but you betrayed me. You turn out to be like one of those who came before you. Just like them, you are full of hate. Why do you hate me? Ich hasse dich doch gar nicht. Ja, die Tungard nennen uns nur Mankind. Die nennen uns nicht Philipp, die nennen uns einfach Menschheit. Die sehen uns als Repräsentant für unsere ganze Rasse. Aus irgendeinem Grund. Mankind. Ich bin aber nicht Mankind. Na komm. Da geht's rein. Ich bin ja überrascht. Oh Gott, es hört immer noch nicht auf. Wie lange geht das denn hier noch?
Auf dem Turm haben wir damals auch schon die Turmguard getroffen. The mankind has changed and still changing with every second. And you, human, are changing as well. Whether you're with them or alone. I was ready for a strike. But it was difficult to expect such a thing from you. This sense of betrayal is akin to losing a best friend. It is familiar to you, human. Only I did not ask to silence me, but asked to be left in rest. Curiosity does not lead to anything good, as well as a search for truth. Mhm. Weiß ja nicht. Ich finde es sehr unheimlich, diese Turmguide. Warum bringen die uns nicht wieder zurück in unser Leben, da wo wir dann... Okay. Das flackert. Auch schön. Guck mal, Red. Das ist gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Aber liebe Turmguide, lasst uns doch einfach gehen. Wir könnten doch Freunde bleiben. Ich werde euch nichts tun und ihr mir nicht, bitte. Ach, der Wurm. Ugh. Diese verdammten Würmer. Der Orb. Das fand ich auch ein bisschen seltsam, aber auch nicht so gut, ehrlich gesagt, den dritten Teil. Diese ganzen Jump-and-Run-Einlagen waren nicht so meins, ehrlich gesagt. Was ist das? Kommen wir jetzt hier raus? Oder? Okay. Dann gehen wir mal. Das war's? Ernsthaft? Unser Vater ist doch schon tot. Nee, hier stürzt alles ein. Ich muss flüchten! Oh Gott. Au. Okay, ich kann hier sterben.
Ich kann hier definitiv sterben. Das ist gut zu wissen. Hätte ich aber auch einfach so einen Treppenabsatz runter, oder? Warte mal. Ne? Ich versuche mal auf die Innenseite zu springen. Guck mal so. Ah, das geht sogar. Na, da sterbe ich auch. Okay. Ich lasse das jetzt einfach mal. Das ist dumm von mir. Ich überziehe jetzt einfach. Ich ziehe das jetzt noch durch. Komm, pfeif drauf. Bevor meine Stimme mich ganz verlässt. Los, los, los. Nicht runtergucken. Oder rausgucken. Einfach die Treppe anstarren und runterrennen. Ja. Ja, wow. So. Das machen wir. Einfach laufen jetzt. Komm, Philipp. Ich spring nicht nochmal runter. Das wird nicht klappen. Das weiß ich. Komm, komm, komm. Ui. Na komm schon. Immer runter, Philipp. Immer runter. Yeah. Oh Gott. Das ist sehr knapp. Oh Gott. Wie alles einstürzt. Los. Oh ne. Oh. Was ist das auch für eine elendig lange Treppe, sag mal. Ja. Oh nö. Muss doch gleich mal aufhören. Komm. Da unten. Licht. Boah. Echt gut gemacht. Wirklich. Finde ich sehr schick. Na, da tippt jemand. Schreibst du deine Geschichte, Philipp? Und nur du entscheidest, was mit dieser Geschichte passieren soll. Um zu überprüfen, ob es die Raserei eines Verrückten ist oder das schreckliche Schicksal eines Freundes. Eins, das du selbst deinem schlimmsten Feind nicht wünschen würdest. Also hat er es doch rausgeschafft. Finde ich gut. Endgültig haben wir es geschafft. Das, was das Hauptspiel nicht vermocht hat, schaffen wir in der Mod. Ach, wie schön. Na gut, Leute. Das war's mit Penumbra Necrolog. War ein bisschen verwirrend und hat nicht sehr viel Klarheit geschafft. Aber wir haben es geschafft. Wir sind rausgekommen. Ja, seht mal, das haben Russen gemacht, glaube ich sogar, ne? Ja, das waren Russen. Fand ich ziemlich cool. Habe ich ja damals gesehen, da war es aber noch sehr schlecht auf Englisch übersetzt. Naja, haben sie einen guten Job gemacht, muss man mal sagen. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Was als nächstes kommt, weiß ich noch gar nicht. Vielleicht irgendwas Schönes mal wieder. Was Runderes eben, nicht so eine Mod oder so, vielleicht Cryostasis hatte ich mal vor, aber das nehmt jetzt nicht für voll. Wir schauen mal. Alles klar, Leute, ich danke fürs Zusehen, danke für das ganze Feedback, die Likes, die Kommentare und ich sage bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Bruger, haut's rein und tschüss.